Hallo Leute, ich bin Dirk Nessler und bin heute bei meinem langjährigen Angelfreund Gabriel Kramer. Und der hat eine eigene Drogenküche. Nein, Spaß beiseite. Du zeigst uns heute was? Ich zeige euch heute, wie man Gummifische selber gießt. Ich habe einen Wunsch geäußert und zwar Gummifische selber gießen macht natürlich am ehesten Sinn bei den großen Gummifischen, weil dann macht es sich ein bisschen einfacher, auch für einen Grobmotoriker wie mich. Und ich hätte gerne den ruhigen Hering, weil das eine Farbe ist, die ich einfach, wenn ich auf dem Boden unterwegs bin, extrem gerne fische. Und genau das zeigen wir euch heute, wie das Ganze funktioniert. Das ganze Material, was man dafür braucht, gibt es ja mittlerweile an zig verschiedenen Stellen im Internet, so wie ich das mitgekriegt habe. Genau. Das hat sich ein bisschen verbreitet, die Thematik, wirklich selber Gummifische herzustellen. Die einfachste Variante ist erstmal Formen gar nicht selber bauen, sondern sich fertige Formen zu kaufen. Die gibt es in zig verschiedenen Größen von verschiedenen Anbietern, natürlich verschiedene Gummifischformen, bekannte, weniger bekannte. Und genau das machen wir heute. Wir machen das mit einer fertigen Form. Was braucht man als Basic noch, um überhaupt anzufangen mit der Geschichte? Also nur mit Formen und dem Klitter und sonstigen ist es ja nicht getan. Richtig. Also grundsätzlich erstmal zur Ausrüstung, zum Equipment. Wir brauchen hitzefeste Gläser. Wir haben uns hier bei uns entschieden, die Pyrex-Gläser zu verwenden. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir brauchen unter anderem zur Hilfe einen kleinen Brenner. Den darfst du nachher bedienen. Wir brauchen was zum Erwärmen von dem Plastisol. Dazu nehmen wir eine Mikrowelle. Das ist das Sinnvollste. Nicht die aus dem täglichen Gebrauch bitte nehmen, sondern eine ausgesonderte. Genau. Und wie ihr seht, man macht das auch nicht zu Hause in der Küche. Eure Frau wird euch erschlagen. Ich war ja schon mal dabei, wo Gummifische gegossen werden. Es stinkt teilweise fürchterlich. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, glaube ich, auch, das war auch das Erste, was ich von Gabriel gekriegt habe, wo ich mal dabei war, Atemschutzmasken. Auch wenn wir die heute hier nicht tragen, damit ihr uns verstehen könnt im Video. Essentiell immer Atemschutz tragen in der entsprechenden Klassifizierung. Die sind wirklich für diese giftigen Dämpfe und Gase geeignet. Und wie sieht jetzt das eigentliche Material aus, was ich brauche, damit nachher ein Gummifisch draus wird? Hierzu brauchen wir erstmal unsere Basis. Ja, das ist das Plastisol. Ne? Wir haben hier verschiedene Farben und Zusätze. Farben gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Ja. Heute für den Wunsch von dir, den Rügenhering herzustellen, nehmen wir auf jeden Fall hier einmal das Pulver, um einen Pearl-Effekt dabei zu haben, Klitter und dann natürlich noch für den oberen Teil, für den Rücken, verwenden wir ein Schwarz. Dosierung gehen wir nachher mal durch. Dunkle Farbe. Genau, richtig. Ne? Ja. Zu dem Bauch praktisch das entsprechende Gegenstück. Dann sehe ich hier noch Augen zum Aufkleben für die größeren Gummifische dann. Ne? Also auf jeden Fall eine schicke Sache. Ja. Mhm. Ist auch Geschmackssache. Wer will, macht. Wer nicht will, lässt sein. Ne? Genau, als Highlight finde ich das eigentlich immer ganz gut an einem Gummifisch. Das ist genauso wie dieser Effekt mit dem roten Punkt, schwören ja manche drauf. Und dieses flüssige Zeug wird jetzt mein Gummifisch. Genau, richtig. Okay. Ja. So. Dann fangen wir einfach mal an, glaube ich. Dazu nehmen wir unser Glas. Das wird ordentlich geschüttelt und kommt dann da rein. Richtig. Und dann wird's wenn die Masse länger steht, setzen sich die Bestandteile unterschiedlich ab. Dazu nochmal richtig kräftig durchschütteln, dass wir eine gleichmäßig milchige Masse haben, so wie wir das jetzt hier sehen. Die kommt jetzt in unsere Mikrowelle rein. So, jetzt haben wir unsere Masse in einem gießfähigen Zustand. Ja. Zwischendurch beim Erwärmen müssen wir das immer noch mal kontrollieren. Lieber einmal mehr kontrolliert als einmal zu wenig. Wir haben zwischendurch
eine Situation, wo es fest wird. Ja. Auch da muss nochmal richtig durchgeschlagen werden. Und diese flüssige Variante, so ist es jetzt genau richtig. Und wenn man es jetzt zu lange drin lassen würde, würde es Blasen werfen, würde verbrennen. Deshalb genau. Auf jeden Fall aufpassen, dass das nicht schief geht. Als erstes, ich habe mir das Rezept ja mal ein bisschen angeschaut, kommt jetzt dieses Highlight-Powder rein. Ja. Wie viel macht man davon rein? Also auf jeden Fall vorsichtig anfangen. Ja, also wirklich erstmal nur so eine kleine Messerspitze oder hier vom Löffel, dass wir da erstmal nicht zu viel drin haben. Also im Prinzip mit allen Zusätzen erstmal genau. Vorsichtig, weil manche sich ziemlich stark auswirken. Mehr reinmachen kann ich ja immer noch. Genau. Also dieser flüssige Zustand hält sich jetzt schon eine gewisse Zeit. Ich muss jetzt nicht in Hektik verfallen. Richtig. Ja, wir haben also einen ganzen Moment Zeit, wo wir dieses Material verwenden können, bearbeiten können. Das sieht ja eigentlich schon perfekt aus. Das war nämlich nicht viel. Das war ja echt nur so eine Messerspitze voll. Und dann kommt noch der Glitter rein. Der ist ganz wichtig bei dem Rügenhering. Wenn nämlich dann die Sonne rauskommt und die Hechte schön im Flachen stehen, gibt das schöne Reflexe. Da stehen die Jungs drauf. Das mache ich jetzt einfach mal frei Schnauze. Genau. Ich denke, das reicht jetzt. Wie gesagt, nachbessern können wir zu jeder Zeit, solange das in einer flüssigen Form bleibt. Wenn es doch dann schon zu lange dauert, das Ganze, auch dann kann es natürlich nochmal in die Mikrowelle rein und wir können das wieder in einen gießfähigen Zustand bringen. So. Sehr gut aus. Und jetzt ist das schon gießfertig und wird die unterste Hälfte von unserem Gummifisch. Genau, hiermit gießen wir jetzt praktisch die Bauchseite. Ja? Okay. So, dann fangen wir einfach an. Und die Geschichte lassen wir jetzt komplett auskühlen oder ja wahrscheinlich, weil sonst würden ja die Farben ineinander laufen, wenn man jetzt das nächste schon drauf gießt. Ganz genau. Ja, also hier muss es auf jeden Fall so weit erkalten, dass die Oberfläche schon eine Hautschicht bildet. Ne? So dass wenn wir mit der zweiten Farbe, mit der wir dann den Rücken gießen, so dass die Farben nicht ineinander verlaufen, sich vermischen und wir dann zum Schluss ein Ergebnis haben, mit dem wir nicht zufrieden sind. Ja. Ganz genau, ganz genau. Gut. Wir machen es uns auch jetzt ganz einfach, auch wenn das nicht die eigentliche Variante des Rezepts ist. Wir haben jetzt nicht nochmal was abgegossen von dem Plastisol. Haben jetzt hier den Pearl-Effekt drin und die Glittergeschichte drin. Und die obere Hälfte wird ja beim normalen Rezept vom ruhigen Hering sowieso dunkelgrau, schwarz. Da kommt dann auch Glitter mit rein. Ich habe eben schon gesagt, das macht wahrscheinlich überhaupt nichts aus, wenn der Perleffekt da mit drin ist. Das Schwarz wird sowieso übertünchen. Somit machen wir das jetzt nochmal warm und bringen gleich das Schwarz mit rein und das seht ihr gleich. Genau. Gut, von dem Schwarz brauchen wir glaube ich auch nicht viel. Das sieht tiefschwarz aus. Richtig. Auch hier. Wahrscheinlich nur eine Messerspitze. Machen wir so ein Messerspitzchen rein. Gucken, was da passiert. Gucken erstmal, wie sich das Ganze verhält jetzt. Ja, das wird schon sehr dunkel. Das dann haben wir schon eine sehr, sehr, sehr kräftige Farbe. So, und wie wir sehen, ist er noch in einer vernünftigen, gießfähigen, in einem vernünftigen, gießfähigen Zustand. Wie du schon ganz klar erkennen kannst hier, und dieser Pearl-Schimmer ist auch hier jetzt mit dabei. Sieht man doch noch, ich dachte das Schwarz hätte es übertüncht. Ja, so. Genau. Dann brauchen wir den Brenner. Ja. Das machst du. Beim letzten Mal habe ich dir schon gezeigt, wie es funktioniert. Hiermit werden wir jetzt die Oberfläche ganz leicht verflüssigen, so dass sich die Materialien natürlich miteinander verbinden können. Jetzt füllt man ja das Ganze ein bisschen voller, also wirklich Oberkante, weil wenn es abkühlt, zieht sich das noch ein bisschen zusammen. Ne? Genau, richtig. Ja. Also es kann sich ruhig ein kleiner Bauch obendrauf bilden. Durch das Erkalten zieht sich das Material natürlich wieder zusammen. Und dann haben wir natürlich unschöne Löcher oder kleine Beulen drin. Das wollen wir nicht haben.
Und je nach Köderform muss man auch immer schön langsam gießen, weil sonst kann es passieren, dass man sich dann am Kopf vom Gummifisch dann wie so eine Luftblase reingießt und dann fehlt halt ein Stück. Ja. Die Gummifische sind jetzt fertig abgekühlt. Ich bin jetzt noch an den Brennertriebel gegangen. Das macht man als Finish auch nochmal, ja, falls da noch irgendwelche kleinen Luftblasen sind oder Wölbung. Und dann sieht das Ganze ganz gut aus und die nehme ich jetzt einfach mutig raus. Genau. Wo fängt man an? Egal? Ja, das kommt immer auf die Form drauf an. Hier bei dem fangen wir an am Kopf, da ist er am leichtesten zu greifen. Ne? Und dann mit dem Schwanz immer ein bisschen aufpassen. Das ist ja nun beim Übergang die dünnste Stelle. Ah, sieht sehr gut aus. Sehr gut aus. Schöne Farbe genommen. Genau. Und dann noch der etwas größere Gummifisch. Richtig, immer erstmal die Seiten ein kleines bisschen anlösen. Ne? Und hier fangen wir hinten an. Dann nehmen wir zuerst den Schwanz raus, da die Schaufel ziemlich breit ist. Ja, der ist sogar noch, ich glaube, fast noch ein bisschen flüssig innen drin. Dauert je nachdem, was die Umgebungstemperatur ist, dauert das ein bisschen länger. Auf jeden Fall auch sehr gelungen. Vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, dass wir das Perlmutt auch im oberen Teil dann mit drin haben. So, zu guter Letzt kommen jetzt die Augen noch drauf, wenn man das will. Richtig. Ich habe mir schon was ausgesucht und zwar würde ich tatsächlich hier diese gelben Augen nehmen. Das ist natürlich Geschmackssache, ob man da mehr was Markantes nimmt, wie in dem Fall, oder irgendwelche natürlichen Farben, da der Rügenhering aber sowieso schon relativ natürlich ist. Und das sind echt einfach nur selbstklebende Augen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Genau, da haben wir schon eine Klebeschicht an den Augen mit dran. Für die Haltbarkeit auf Dauer würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch hier mit Sekundenkleber zu arbeiten, ja, dass man da vorher einen kleinen Tropfen Sekundenkleber drauf macht. Da ja doch, wenn der erste, zweite Fisch gefangen ist, sind sie einfach wahrscheinlich. Ne? Also ja. Ich kenne das auch von fertigen Gummifischen, teilweise mit aufgeklebten Augen, die halten ja nicht wirklich lange. Also klebt man die wahrscheinlich auf. Hier ist auch bei dem Gummifisch wirklich passende Aussparung mit drin. Also ihr könnt hier nichts verkehrt machen beim Aufkleben der Augen. Das ist gut gelöst. Ja, ich denke, wir haben euch heute hier zeigen können, dass es keine Raketenwissenschaft ist, Gummifische selber zu gießen und man interessante Sachen machen kann. Ich denke auch, was richtig cool ist, ist, wenn man dann auf einem selbstgegossenen Gummifisch den ersten Fisch fängt. Das ist dann auch nochmal was anderes, als wenn man die Dinger einfach nur gekauft hat. Gabriel hat euch noch eine Kleinigkeit vorbereitet hier für das Video. Und zwar gibt es ein kleines Gewinnspiel noch mit dran. Genau. Dirk wird euch gleich noch erklären, wie das funktioniert für den Gewinner. Der kann gerne angeben, was er sich vorstellt, wie sein Gummifisch aussehen soll, was er für einen Wunsch hat, einen zweifarbigen Gummifisch fischen zu wollen. Ja. Oder einfarbig, wenn es will, kriegt das auch einfarbig. Gerne auch einfarbig. Du hast im Endeffekt alle Farben da, du hast alle möglichen Varianten von Glitter da, Goldglitter, Silberglitter, also ich habe hier die Schränke gesehen, die sind voll bis oben hin. Wir machen das ganz einfach so, ihr abonniert den Kanal, lasst ein Däumchen für uns da und schreibt einfach in die Kommentare, welche Farbe ihr euch gerne wünscht. Das Ganze machen wir einfach mit dem MacRubber und dann kriegt ihr von Gabriel 4 Stück in eurer Farbe. Ihr könnt euch nach aussuchen, was für Augen drauf sein sollen, mit was für einer Farbe. Ich habe gesehen, er hat rot, er hat gelb, es ist alles Mögliche da. Und ja, und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und jetzt in den Wintermonaten, wenn er nicht so viel zum Angeln kommt, gießt ihr euch die Gummifische selber. Ich sage Dankeschön, Gabriel, bis zum nächsten Mal, feine Sache. Jawohl. Tschüss. Macht's gut.